für deine Worte. Und nun spricht zu uns Thomas Geisel, ehemaliger Bürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, ein Mann der Praxis. Und er wird nun über seine Vision zu Europa sprechen und über seine Erfahrungen. Bitte schön, Thomas. Müsste jetzt ja eigentlich sagen, Oberbürgermeister, so viel Zeit muss sein. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ebenfalls sehr herzlich begrüßen zur Vorstellung unserer Kampagne für die Europawahl. Europawahlen haben ja immer so ein bisschen damit zu kämpfen, dass nicht so viele Leute zur Wahl gehen. Die Ursache mag darin liegen, dass viele Menschen denken, Brüssel und Straßburg ist ziemlich weit weg und hat wahrscheinlich wenig zu tun mit meinen Problemen und den Problemen, mit denen unser Land zu kämpfen hat. Dass das nicht so ist, wird auch ein Thema sein, das wir in dieser Wahlkampagne betonen werden. Denn natürlich gibt es. Ja, und ich glaube, da eignet sich von der Leyen zur Personalisierung als Gegnerfigur sehr, sehr gut. Also, wenn ihr von der Leyen nicht wollt, dann wählt nicht die Altparteien. Es ist völlig egal, ob ihr Grüne, SPD, CDU oder FDP wählt, denn ihr bekommt von der Leyen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Message, mit der man in den Wahlkampf gehen kann. Ja. Gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen dem, was in Brüssel und Straßburg passiert und dem Umstand, dass unser Land wirtschaftlich immer weiter absteigt, dass in Deutschland Wachstum und Produktivität stagnieren. Das ich finde ja auch mit zum Brüssel Beispiel zu tun. Den Sonneborn sehr gut aktuell. Der haut ja immer auch mal wieder was raus. Ja, dem wünsche ich auch, dass er wieder ins Parlament einzieht. Also dafür muss die Partei ja, glaube ich, auch nur auf 1% kommen. Das müssten sie ja eigentlich schaffen. Also wenn er nicht BSW wählt, würde ich auch sagen, wählt die Partei dann wenigstens. Ganz ehrlich, ich würde die Partei wählen, wenn es BSW nicht gäbe. Ich mittlerweile auch, ja. Also die Linkspartei, die kannst du ja nicht mehr wählen. Nee, das ist das Ding. Also ich würde wahrscheinlich auch mittlerweile die Partei, habe ich auch vor ein paar Jahren mal gewählt. Also ich würde die auf jeden Fall jetzt wieder wählen. Also ich finde den super, den Sonneborn. Ja, ich durfte 2019 noch nicht wählen, als Europawahl. Ah, ja, stimmt. Okay, ja. Als nach meinem Urteil die wirtschaftliche Krise auch darauf zurückzuführen ist, ich nenne das mal einen toxischen Mix aus auf der einen Seite überbordender bürokratischer Regelungswut, auf der anderen Seite einer ideologiegetriebenen Verbotspolitik. Zumal weniger Bürokratie würde auch kleinere Unternehmen stärker entlasten. Ne? Also man sieht ja jetzt, dass Berlin und Brüssel immer mehr Bürokratie schafft, um kleinere Unternehmen quasi zu schaden, ne? Weil die dann diese ganze Scheiße beschäftigen. Große Unternehmen machen dann einfach neue Stellen, ne? Schaffen einfach neue Stellen. Ja, und die kleineren Unternehmen würden viel, viel stärker entlastet werden, weil, ne, muss ich ja vorstellen, wenn, weißt du ja, ne, wenn ein kleiner Bäcker oder so dann noch zusätzlich noch tausende Sachen ausfüllen muss, sag ich mal, das schaffst du ja nicht. Da musst du ja wieder Leute einstellen, manche können sich das gar nicht leisten und weniger Bürokratie wäre auf jeden Fall wichtig für den Wettbewerb, finde ich. Vor allem andere EU-Länder kriegen es ja auch hin. Also die kriegen es ja auch hin, die Verordnung aus der EU so umzusetzen, dass die kleinen Unternehmer nicht tausend Sachen ausfüllen müssen. Also in anderen EU-Ländern, da kannst du ein Unternehmen online innerhalb von 15 Minuten anmelden. Sowas kannst du ja in Deutschland keinem erzählen. Nee, und ich bin der Meinung, ja, also es wird ja seit Jahren geredet, ne? Wir müssen Bürokratie verkleinern, weniger Zettel, sagen sie auch immer in jedem Unternehmen, wo ich war, ja, weniger Zettelkram, aber im Endeffekt wird gefühlt immer nur noch mehr. Also, weiß nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da Bürokratie abgebaut wird, eher, dass es mehr wird. Das, ja. Schadet ja. Tick. Und dann kommen drittens noch hinzu Wirtschaftssanktionen, die uns, unser Land, viel härter treffen, als das Land, das eigentlich Adressat dieser Sanktionen sein soll. Und das sind Themen, die tatsächlich ihren Ursprung auch in der Europäischen Union und in Brüssel haben. Wenn Sie sich vorstellen, ein großer Teil der ganzen Berichtspflichten, Dokumentationspflichten, Monitoring, Auflagen, also dem ganzen bürokratischen Wust, mit denen insbesondere die mittelständische Wirtschaft zu kämpfen hat, geht zurück auf Regelungen, die in Brüssel gemacht wurden. Wenn man tatsächlich sich vorstellt, wieso steigt die Produktivität in Deutschland nicht? Hat sich ja Maximilian Krah auch dagegen ausgesprochen, ne? Für weniger Bürokratie, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja. Wollte ich nur sagen. Die AfD ist einer der wenigen. Genau, da sollte die BSW, macht sie ja gerade auch, auf jeden Fall sich auch gegen aussprechen. Oder das BSW macht, ja. Nicht trotz erheblichen technologischen Fortschritts, Digitalisierung, Automatisierung, künstliche Intelligenz, es hat auch damit zu tun, dass immer mehr Ressourcen darauf verwendet werden müssen,
bürokratische Auflagen zu erfüllen, Ressourcen, die dann eben nicht mehr zur Verfügung stehen, um Innovationen voranzutreiben, um Produkte zu entwickeln, um Qualität zu verbessern, sondern es ist letztlich unproduktive Arbeit, die auf Bürokratie zurückzuführen hat, die, wie gesagt, nicht selten ihren Ursprung in Regelungen der Europäischen Union hat. Beim Thema, ich habe das genannt, ideologiegetriebene Verbotspolitik, ist wahrscheinlich das beste Beispiel, das Verbrennerverbot, das ja ebenfalls von der Europäischen Union beschlossen wurde. 2035 sollen keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Das ist auf der einen Seite natürlich eine große Bedrohung für Hunderttausende hochqualifizierte Arbeitsplätze in Deutschland. Das ist eine Bedrohung, die sich jetzt schon abzeichnet, aber ihre ganze Tragweite natürlich in der Zukunft entfalten wird. Eine Bedrohung, die wahrscheinlich für das Klima nichts bringen wird, denn andernorts auf der Welt wird es weiter Verbrennungsmotoren geben. Und was ich auch verhängnisvoll finde, ist, dass durch so eine Politik natürlich der Industrie auch jeder Anreiz genommen wird, selbst effiziente Motoren zu entwickeln, die möglicherweise, selbst wenn sie letztlich Verbrennermotoren sind, Elektrofahrzeugen durchaus, was die Gesamt-CO2-Bilanz angeht, ebenbürtig sind. Und was das Thema Wirtschaftssanktionen angeht, dann ist es, glaube ich, ziemlich offenkundig, dass diese der europäischen Wirtschaft, insbesondere der deutschen Wirtschaft, wesentlich mehr Schaden zufügen als Russland. Wir können ja sehen, die russische Wirtschaft wächst, die deutsche Wirtschaft ist zum Teil geschrumpft, stagniert bestenfalls, und das ist natürlich auch ein Ergebnis von sehr hohen Energiepreisen, die letztlich Russland nützen, denn Russland wird zwar von uns boykottiert, liefert aber über Umwege natürlich immer noch Energie zu deutlich höheren Preisen, und unsere Industrie ächzt unter diesen hohen Energiepreisen. Deswegen sagen wir, Europa sollte sich darauf besinnen, das zu tun, wofür Europa gegründet wurde. Europa sollte den Job machen, sollte sich tatsächlich um die Dinge kümmern, mit denen die Mitgliedstaaten selbst überfordert sind. Und Fabio De Masi hat ja etwa das Thema benannt, Austrocknen von Steueroasen, große internationale Konzerne, die Amazons dieser Welt, mal fair zu besteuern. Das ist ein Thema, wo Europa hinter den Anforderungen zurückbleibt. Und stattdessen maßt sich Europa immer mehr Kompetenzen, etwas übergriffig in Bereichen an, die durchaus die Mitgliedstaaten selbst erledigen könnten. Ich glaube, das ist eine Fehlentwicklung. Da sollten wir sagen, Europa wird nicht dadurch bedeutsam und mächtig, dass es immer mehr Kompetenzen sich anmaßt, dass es immer über höhere Mittel verfügt, sondern eben dadurch, dass es die Aufgaben erfüllt, wofür Europa gegründet wurde. Und eines dürfen wir auch nicht vergessen, Europa sollte sich auch besinnen auf die ursprüngliche Idee. Europa wurde gegründet als Friedensprojekt, als ein Projekt, wo alte, heutige, könnte man vielleicht auch sagen, neue Feindschaften. So, Sella, sorry, ich dachte, du wolltest was sagen. Nee, ich habe noch gemacht, ich habe zugestimmt. Ich wollte nur, alles gut. Sorry. Überwunden werden, um gemeinsam mit vernehmlicher Stimme europäische Interessen in der Welt zu vertreten. Ich glaube, auch das ist ein Thema, das bei diesem Europawahlkampf ganz im Zentrum der Diskussion stehen sollte. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ja, ich glaube, zum Auftritt, kurzes Fazit, da hat Thomas Gösser auf jeden Fall recht. Also, er meinte ja, das war auch der Grund, warum er sich im BSW angeschlossen hat. Tatsächlich kenne ich den gar nicht. Wo war der vorher? Der ist Oberbürgermeister in Düsseldorf. Ah, okay. Ja, Marlon hatte gestern geschrieben, Christian Leier fand ja ein bisschen steif. Kann ich bisher noch nicht viel zu sagen. So, der macht ja nur die Übergangsmoderation. Genau. Kann ja hier nicht jeder so Thomas Gottschalk sein. Genau, ja. Der soll seriöser, ich glaube, Generalsekretär ist das sein. Und ich kann an der Stelle auch nur sagen, Leute, wenn ihr Zeit habt oder irgendwie, kippt da gerne mal ein paar Sachen raus, das ist immer gut. Und also ich habe da so die Erfahrung gemacht, einige Shorts, eine Short von mir, wo Wagenknecht über die Grünen geredet hat, hat über 100.000 Klicks. Also das geht schon gut ab, wenn du die richtigen Hashtags machst. Kann ich an der Stelle nur sagen. Also die Shorts werden echt gut geklickt. Und wenn ihr mal Zeit habt irgendwie, genau, die Shorts da, wenn ihr da mal Zeit habt. Das ist ein richtiger Aufruf, hast du recht. Hier zeige ich es mal. Wenn ihr da mal Zeit oder so habt und YouTube da zum Beispiel 177.000 da, 82.000, 112.000, und Christian Laie sogar. Also, ja, oder wenn ihr Clips habt, ey, dann schickt die mir gerne. Schickt die mir gerne, muss unter 50 Sekunden sein. Ich lade die bei mir aus Shorts hoch. Kann ich auch gerne machen, wenn ihr keinen eigenen YouTube-Kanal habt. Oder dem Agitator könnt ihr das natürlich auch sicherlich schicken. Der würde das bestimmt auch hochladen. Da laden wir das bei uns hoch, weil das kommt echt gut an. Und ja. Ja, könnt ihr auch auf TikTok hochladen. Also wie gesagt, dazu möchte ich ausdrücklich aufrufen. Nur das gilt auch für die Kanäle von uns beiden. Da könnt ihr auch gerne Inhalte verwenden. Also es ist jetzt nicht so, dass da morgen euch jemand abmahnen würde, wenn ihr das macht. Ja. Ganz im Gegenteil, wir finden das gut. Genau. Bedient euch da ruhig.
Wie gesagt, wenn euch die Mühe einmal macht, TikTok, YouTube Shorts und ich glaube Instagram Reels kann man noch machen. Je nachdem, da wo es besser funktioniert. Weil ich glaube, das ist auch wichtig, ne, weil da die AfD und viele, also die AfD ist ja krass auf TikTok zum Beispiel unterwegs, wird jetzt wahrscheinlich gedrosselt, also der Graf hat jetzt gedrosselt wohl, aber ja, die Grünen sind halt auch hier so ein bisschen, ne, aber die machen ja nur Quatsch, aber ich glaube wirklich, dass das BSW braucht auch wirklich so einen stabilen Internetauftritt, so dass was geteilt wird und ja, wie ihr das so macht, zum Beispiel auch macht, was erklärt und so, ne, das ist wichtig, würde ich sagen. Ja, definitiv. Deswegen ausdrücklicher Aufruf dazu.